Moin zusammen, herzlich willkommen zum neuen kleinen Video. Es gibt ein neues Objektiv von Leica und das ist heute angekommen und ich habe gleich einen ersten kleinen Test gemacht, obwohl es draußen wirklich regnet. Und ich will euch das Objektiv kurz vorstellen und werde das danach natürlich noch weiter testen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ja, das Super Vario Elmarit 2,8 14 bis 24 ist angekommen. Ja, das sieht so aus hier an der Kamera und ich habe das heute ausgepackt und getestet. Das Objektiv kommt zusammen mit einer kleinen Tasche. Das ist hier so eine Kunststofftasche oder sowas. Also ich glaube, früher war das mal aus Leder. Das ist also nicht so besonders. Und natürlich ein bisschen Papierzeug. Und es gibt so eine kleine Folie zum Ausmalen, hätte ich beinahe gesagt. Da kann man, sich auf Filterfolien seine Folie anzeichnen, muss sie dann ausschneiden und kann die dann hinten in ein Filterfach hineinlegen. Das ist nicht so schwer. Ich brauche das wahrscheinlich eher nicht, aber es soll funktionieren. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert. Wozu setze ich dieses Objektiv ein? Natürlich zuallererst in der Landschaftsfotografie. Genau dafür habe ich es gekauft, und zwar für die Reisefotografie, weil das Objektiv schön klein ist. Wofür setze ich das noch ein? Natürlich auch für Architektur und gerade auch für Innenräume, wenn es notwendig ist, also für meine Arbeit zum Beispiel. Ja, gucken wir uns mal das Objektiv selbst an. Es ist ja nicht sehr groß. Ich halte mal das das 24-70 dagegen, auch in 2,8. Und ihr seht schon, das ganze Objektiv ist doch deutlich kürzer. Und aber von der Bauform gleich, also ein bisschen kürzer. Der große Vorteil, also das Objektiv hat ja beim Zoomen, kommt das raus. Und der große Vorteil von diesen kürzeren Brennweiten ist, dass hier alles innen passiert. Und dadurch ist das Objektiv auch noch besser geschützt, logischerweise. Die Ringe lassen sich super drehen. Die gehen nicht zu leicht. Das ist ja auch Käse. Das ist ja auch schön gummiert hier. Also, wie man das bei Leica gewohnt ist, im Prinzip genauso wie bei dem 24-70. Das ist also nichts Ungewöhnliches, ganz klar. Form hatte ich schon gesagt, ist super. Der große Nachteil eines super Weitwinkels in diesem Format ist natürlich, dass vorne die Frontlinse sehr, sehr groß ist. Klar, wir haben einen riesigen Bildwinkel bei 14 mm immerhin. Und ich kann da vorne keinen Filter aufbringen und der Filter kommt hinten eben als Filterfolie rein. Das ist nicht optimal. Wer also unbedingt Filter benötigt in der Digitalfotografie, so viel benötigt man da ja nicht. Also zum Beispiel ein UV-Filter ist nicht notwendig und ist hier schon eingebaut. Und ich könnte höchstens noch Graufilter benötigen oder variable Graufilter. Da muss ich dann andere Filter nehmen, die ich quasi über das Objektiv setze oder eben mit einer Fassung quasi von außen ansetze und mit einer Box zum Beispiel, und da funktioniert das natürlich. Das mag für einige ein großer Nachteil sein, für mich persönlich nicht, deswegen passt mir das Objektiv sehr gut. Die Gegenlichtblende hier vorne ist fest angebaut. Ich hatte, glaube ich, hierzu Gegenlichtblende gesagt, ne? Das ist natürlich Quatsch, das ist der Frontdeckel. Die ist fest angebaut und die kann man auch nicht abbauen. Das ist natürlich auch gleichzeitig ein guter Schutz für diese große Frontlinse. Und das, denke ich mal, soll so sein. Und der Deckel wird einfach nur raufgeklemmt. Und der ist aus, was ist der? Aluminium. So schwer wie der ist, ist er aus Aluminium. Ja, und das hält wahrscheinlich auch, die Frage ist natürlich immer, wie lange. Es ist hier kein, kein Bezug drauf. Das ist also das blanke Metall. Und deswegen könnte das eine Weile halten. Das wird vielleicht irgendwann ein bisschen abschrabbeln. Ne? Das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern, wenn man das sehr, sehr oft benutzt. Ja, ich bin rausgerannt, habe Fotos gemacht. Das Wetter war nicht ideal dafür. Ich habe auch kein Stativ mitgenommen, weil das ist einfach. Ich mache noch einen ordentlichen Test, dann geht das.
Und ich habe das alles aus der Hand fotografiert. Das ist natürlich nicht optimal, ganz klar. Ich habe aber einfach mal versucht, so ein paar Strukturen aufzunehmen und zu gucken, wie ist denn die Schärfe bei 2,8 in den Ecken bei den beiden Brennweiten 14 und 24 mm. Und ich habe natürlich ein paar Testfotos gemacht. Wie fühlt sich das an? Wie sehen die Bilder hinterher aus? Und die zeige ich euch jetzt mal. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet. Ich habe die Bilder, wo ich die Schärfe ansehen möchte, natürlich nicht bearbeitet, also nicht geschärft. Andere Bilder habe ich bearbeitet, die Belichtung und so weiter. Und das sage ich euch dann, wenn das der Fall ist. Also die ganz normalen Bilder, die ich gemacht habe, die bearbeite ich natürlich, stelle die gerade und so weiter. Aber die, wo ich euch die Schärfe zeige, da habe ich natürlich nichts dran gemacht. Gucken wir uns mal die Schärfe an. Bei dem Aufnahme, also bei der Brennweite 14 mm. Ich gucke mal, welche das ist hier. Das ist Blende 8, das wollte ich nicht. Das hier ist Blende 2,8. Und das vergleichen wir jetzt mal mit der Blende 4. Und dann gehe ich in die Ecke. Ich nehme mal die Ecke hier, die ist ein bisschen heller, die sieht man gut. Ich kann erstmal in die Mitte gehen, damit ihr das seht. Das ist Blende 2,8 hier auf der linken Seite. Steht ja auch oben da. Und das ist Blende 4 auf der rechten Seite. Man sieht da kaum einen Unterschied. Und wenn ich hier auf der rechten Seite mal auf die Blende 8 gehe, ja, das wäre die Blende 8, dann sieht man dort keinen großen Unterschied. Also da kann man nichts rausholen mit Abblenden. Ich muss dazu sagen, nicht vom Stativ aus der Hand eine Hundertstel. Das muss jetzt nicht optimal sein. Und guckt euch mal die ISO-Werte an. Die sind auch nicht optimal. Ich gehe mal zurück auf die Blende 4 und gehe mal in die Ecke hier oben. Und jetzt sieht man schon einen Unterschied. Das ist Blende 2,8. Das wird hier langsam, also hier ist es noch scharf alles, aber hier ganz oben rechts in der Ecke, da ist es ein bisschen unschärfer. Das ist bei Blende 4 schon besser. Wenn man dann auf Blende 5,6 geht, dann sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Und der wird bei Blende 8 auch nicht viel besser. Bei Blende 5,6 zu Blende 8 sieht man kaum noch irgendeinen Unterschied. Also das verbessert sich dann nicht mehr. Und Blende 4 ist schon, ja, wenn man das hier so anguckt, deutlich besser. Besser als die Blende 2,8 hier auf der linken Seite. Aber bitte denkt dran, das ist eine 200-prozentige Vergrößerung in der Ecke. Ja, wenn wir wieder in die Mitte gehen, dann seht ihr, das ist kaum ein Unterschied zu sehen. Also bei 200%, immer dran denken, 200%. Ja, das ist die Schärfe. Die könnte in der Ecke bei 2,8 natürlich noch besser sein, aber dazu muss ich deutlich mehr Aufwand betreiben und ich denke mal, da muss dann eine APO-Rechnung her. Durch Abblenden kann ich das auf jeden Fall beseitigen. Und hier habe ich 24 mm und wir vergleichen das mal wieder mit der Blende 4 hier. Ich habe hier also links Blende 2,8, 24 mm und rechts Blende 4. Und wenn ich jetzt in die Ecke gehe, dann seht ihr, bei der Brennweite 24 mm ist das ein bisschen schlechter als bei 14 mm. Also 14 mm ist besser als 24 mm. Man sieht selbst bei Blende 4 noch eine leichte Unschärfe. Und wenn ich da jetzt weitergehe, das ist Blende 5,6, da sieht man die Schärfe dann besser. Ich habe das Bild nicht bearbeitet, deswegen ist es hier ein bisschen dunkler. Und ihr seht ja, die ISO-Zahlen, die reißen hier langsam aus. Und bei Blende 8, da habe ich schon ISO 1250, da sieht man, dass das dann deutlich schärfer wird. Also hier lohnt sich Abblenden auf jeden Fall. Auf Blende ja, 8 oder 5,6. Man sieht also, bei 24 mm ist das nicht ganz so gut gelungen. Ich gehe mal hier nochmal auf Blende 4 und gehe mal in die Mitte. Und in der Mitte sehen wir wieder keinen Unterschied. Also bei 24 mm bin ich der Meinung, dass die Ränder nicht ganz so gut sind, was natürlich komisch ist. Eigentlich müsste das bei 14 mm schlechter sein. Tja, aber bisher habe ich keine anderen Ergebnisse. Ich muss das mit dem Stativ und natürlich mehr Licht wiederholen. Deswegen nehmt das mal noch nicht als aussagekräftiges Bild hier, sondern so aus der Hüfte geschossen. Ich zeige euch noch ein paar Bilder, die ich gemacht habe. Wir können das hier nochmal vergleichen.
Das ist hier Blende 2,8, ISO 100 und man sieht in den Ecken, ich mache mal einen Vergleich, Blende 2,8 und ich gehe mal durch, bis ich das Bild hier drüben finde. Da war es, das hier. Und das ist Blende 5,6. Ich habe also hier linke Seite Blende 2,8 und rechte Seite Blende 5,6. Wir gucken mal hier vorne die Ecke an. Und das ist Blende 2,8, 200% wieder und so richtig viel besser. Wir liegen ja schon ein bisschen im Unschärfebereich, also eine Tiefenschärfe von hier vorne bis ganz hinten ist ja natürlich nicht so einfach. Aber man kann erkennen, dass das für die Praxis irrelevant ist. Das Foto ist bearbeitet und man kann kaum einen Unterschied sehen. Man sieht ein bisschen, aber das ist nicht so viel. Ich komme mal zum Fazit für meine ersten Eindrücke. Ich bin positiv überzeugt. Das Handling ist super. Das Ding ist klein genug. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil das lohnt nicht, wenn ich da so eine riesigen Sachen mitnehmen muss. Und ja, davon bin ich wirklich sehr überzeugt. Also das ganze Handling und der ganze Formfaktor gefällt mir sehr. Auch, dass das alles innen passiert. Die Fokussierung ist okay und. Das ist also alles so, wie ich mir das wünsche, das funktioniert. Und das ist natürlich die Frage, wie ist die Qualität? Und die Qualität ist ausreichend für mich. Es kann besser sein, es könnte noch besser sein, aber dafür muss man dann auch deutlich mehr Geld auf den Tisch legen. Und wer das möchte, muss halt warten, bis ja, etwas kommt, was eine APO-Rechnung hat zum Beispiel, und dann zahlt man sicherlich das Doppelte oder noch mehr, wie das ja so üblich ist bei Leica. Oder man muss mit Festbrennweiten arbeiten oder man braucht keine 14 mm. Ich würde die schon gerne anwenden, denn ich bin oft in ja, Gegenden, wo sich das auch wirklich lohnt, solche Bilder zu machen. Vielen Dank fürs Reinschauen, das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.